Die Hochschule Esslingen hat am heutigen Freitag 531 Absolventinnen und Absolventen verabschiedet. Der Rektor überreichte an dem Vormittag viele Preise des Vereins der Freunde der Hochschule, der die besten Studienabschlüsse prämierte. Nach der Zeugnisübergabe in den Fakultäten stand ein besonderes Event auf dem Programm: der Kandelmarsch der sechs Esslinger Verbindungen. Weiße Hemden, schwarze Zylinder, Leiter unterm Arm. Ganz der Tradition entsprechend hatten sich die Studentinnen und Studenten wie anno dazumal in Frack und Zylinder gekleidet. Auch die ältere Generation wünscht viel Erfolg. Alles Gute und viel Erfolg, ja, und auch noch viel Spaß im Leben. Also auch immer wieder Erfolge haben und auch mal einen Rückblick machen, immer sich mit den Semesterkollegen mal wieder treffen, austauschen. Ja, nie alleine was machen, immer im Team, immer miteinander gucken, wie es den anderen auch geht. Also immer gemeinsam was machen, dann klappt der Erfolg ganz automatisch. Die Absolventen freuen sich über ihr Bestehen und planen bereits ihre Zukunft. Sehr gut, ich bin jetzt im Vertrieb beschäftigt, im Maschinenbauunternehmen und verkaufe dort weltweit Maschinen für die Automatisierung. Es hat sich definitiv gelohnt und ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ja, ist ein super Gefühl, wenn man sein Studium abschließt nach 5 Jahren, mittlerweile Bachelor und Master hier in Esslingen. Und weiter geht's als Entwicklungsingenieur bei Bosch in Leonberg. Im traditionellen Gänsemarsch liefen die Absolventen vom Campus Stadtmitte bis zum Hafenmarkt in der Esslinger Innenstadt. Seit 1922 ist es Tradition, alljährlich einen Kandelmarsch durchzuführen.